Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Für mich eine der besten Soßen aller Zeiten, die ich gegessen habe. Und schön, dass ihr am Start seid, hier mitten aus der Altstadt. Es wird eine Döner-Tour geben durch Dänemark. Wie schmeckt Döner in Dänemark? Und dafür teste ich den bestbewertetsten Döner in Kopenhagen und dann noch einen Berlin-Döner. Mal gucken, ob der wirklich so diesen Original-Berliner-Style hat. Wir werden jetzt mal losgehen. Was sagt mein Navi? 38 Zugminuten. Ich fühle es, zu Fuß zu gehen bei so einem Video. Dann sieht man nämlich sowas hier. Oh, die Dänen, du. Die haben es faustdänisch hinter den Ohren. Und haut mir natürlich auch gerne wieder eure Tipps in die Kommentare. Wie schon erwähnt, 50 Euro Gutschein. Also random an irgendeinen Kommentar. Aber auch eure Tipps, wo ich als nächstes testen soll. Vielleicht auch in welchem Land und was und wie auch immer. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt geht's weiter. So, let's go. Jetzt geht's ab zum ersten Döner. Bestbewertetster Döner. Haltet euch fest in Kopenhagen. Und mal gucken, ob der was reißt. Das ist, heißt natürlich was. Das Aushängeschild an alle Dänen. Jetzt haltet euch fest auf euren Stuhl, dass ihr keine Gänsehaut gibt. Was habe ich denn hier überhaupt schon wieder? Haltet euch einfach fest. Weil jetzt sehen wir, ob die Dänen Lappen sind, was Döner angeht, oder nicht. Acht von zehn. Dänisches Gebäck. Oh, ich Idiot. Wieder gegengeknallt hier. Boah, schon wieder Idiot. Hier gibt es viele Köstlichkeiten. Hier müsste man echt mal eine Foodtour. Einfach eine Foodtour. Ohne viel reden, wisst ihr? Kommt mir hier vor wie Little Chinatown. Ich habe mich zweimal, ich schwöre euch, innerhalb von 10 Metern fast auf die Fresse gelegt. Die Leute müssen denken, ich bin der letzte Sonderschüler. Die gucken mich auch so an hier, Mann. Einfach jetzt, einmal ganz random. Weil das macht man ja so. Man hat Hunger, nimmt irgendeinen Dönerladen hier, einfach irgendwas, ohne googeln, ohne alles. Und hier, das sieht mir nach, wie bei Mehmet der Stand aus in Buxtehude, wisst ihr? Und wir gucken immer, was der erste Döner in Dänemark kann. Look, tell me what's the vibes, what's the moves? Yeah, I just hit a Mikey for the juice. Yeah, ain't no captain, I'ma tell the truth. I've been winning for so long, it's hard to lose. Yeah, deal, be my source, Christian like Dior. Yeah, I can't stall when I'm far, just get back up. Yeah, I've been. So here you go, my friend. Oh, thank you. I come around and then I pay. Guck mal, das kostet das in Euro. So, da ist der Kollege. Ganz viel mit, also was heißt Gewürzen gemacht? Na, Öl rüber, Gewürz rüber, nochmal Creme Fraiche. Die Soße, also da erwartet mich, glaube ich, jetzt echt so geschmacklich, Geschmacksexplosion. Natürlich, das Fleisch da rausgenommen aus der Box, war ich jetzt nicht begeistert. Ich denke mal, das kann jeder, fühlt jeder von euch. Aber wir bewerten jetzt erstmal einfach den Geschmack und gut ist. Hey Bruder, ja. Fick da auf meinem Fuß rum. Schmeckt, wie er riecht. Und hast du das Fleisch gerochen erstmal. Als allererst das Fleisch. Sehr würzig. Nur einen Döner habe ich noch nie im Leben gegessen. Interessant, Mann. Ich sag mal, wenn man die Standard-Döner in Deutschland isst, da schmecken sie alle gleich. Mal die Soße ein bisschen anders, mal dies, mal das. Das schmeckt wirklich anders. Alter, Rudi. Ist das so wie beim Hund, wenn er dich so mit der Pfote antippt, weil er was haben will? Kann nicht sein. Wollte ich mir was ganz anderes. Aber jetzt nicht, um es direkt auf den Punkt zu bringen, nicht besser. Du hast einen ganz anderen Touch. Also die Gewürze und so kommen mir ein bisschen asiatisch rüber. Als wenn ich beim Chinesen esse, mal irgendwie riecht und so. Geht ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, wenn jemand diesen Döner isst, weiß er, was ich meine. Aber nicht besser als jetzt irgendwie in Deutschland. Vielleicht ist das ja hier der Standard. Ich würde ihm 7 von 10 Punkten geben, weil er lecker ist. Aber nichts anderes als ein Standard-Döner in Deutschland. Es geht jetzt zum Berlin-Döner oder zum Besten der Stadt. Gucken wir gleich mal. Er gibt nicht auf. Durch den Bahnhof durch muss ich jetzt zum nächsten Döner. Der soll 1,3 Kilometer. Nee, ich weiß nicht genau, ob 1,3 Kilometer. Dachte ich, aber vielleicht denke ich auch falsch. Manchmal denke ich halt absolut nicht nach. Kennt ihr das, wenn ihr danach merkt, was ihr für Scheiße redet? Natürlich ist der Bahnhof nicht 1,3 Kilometer lang, Mann. Ich rede einfach, aber habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. So, wir gehen jetzt, ich habe es entschieden, zum Berlin-Döner. Wir gucken, ob das der gleiche Geschmack ist, wirklich wie in Deutschland, ob der anders schmeckt. Ich bin da ganz besonders gespannt drauf, ob die es wirklich imitiert haben oder ob das jetzt so heiß und komplett anders ist. Wisst ihr, ich habe ja viele Döner in Berlin schon gegessen. Hier geht es jetzt durch, dann sollten wir gleich da sein. Kommt irgendwie episch vor, jetzt hier durchzugehen. Oder Stand, Alter. So, da ist der Kollege. Da ist er. Ich kann euch auch genau sagen, was uns da jetzt erwarten wird. Ich kenne den nicht, ne? Und ich habe auch nicht angerufen. Da wird uns jetzt ein deutscher Bruder erwarten, der hier ausgewandert ist, um die deutsche Dönerkultur in Dänemark und das Volk zu bringen. Mit einer ehrenhaften Mission der Dönergemeinschaft was Gutes zu tun. Und so einen Bruder werden wir da jetzt antreffen.
Ich komme von Deutschland und Walzer, die dünner Kultur, da dünner Gemeinschaft in Dänemark näher bringen. Also so wie ich gesagt habe, er kommt aus Deutschland, wollte den dänischen Volk hier die deutsche Dönerkultur quasi schmackhaft machen. Richtig, ne? Hm? Also wir sind am Start. Es ist Berlin-Döner, so wie man es kennt von der Optik. Wir bräuchten jetzt rein theoretisch Kräuterknoblauch scharf, um da Berlin-Döner draus zu machen. Den Spieß haben wir auf jeden Fall. Das sieht mir nach einem klassischen Hackfleischspieß aus. Ich erkenne da zwar gefühlt nur ein paar Fleischschichten. Eigentlich ist es ja immer komplett Hack, aber zählen wir mal unter Berlin-Döner. Und jetzt gucken wir. Kräuterknoblauch scharf haben sie. Tatsächlich. Ich sehe das hier jetzt. Also, kleiner entspannter Laden. Kräuter, Knoblauch, scharf, das haben wir auf jeden Fall. Wir haben einen schönen Hackfleischspieß. Alle Voraussetzungen für einen Berlin-Döner sind gegeben. Jetzt muss er nur noch so schmecken. My mission is to look if it's the same taste in German like here in Kopenhagen. Yeah. I'm really excited. Yeah, that's good. Ein wenig kribbelt es an die Eichel, könnte man sagen bei mir. The best Döner here in town. Oof. It's an alternative to what we have in Copenhagen, and it's new for what we have in Copenhagen. Haven't had anything like this. Okay, thank you. They're picking sides, they're crossing the line. I stick to the truth, I'm one of a kind. Gave it a God and follow his signs. Now all of a sudden, I'm stuck in my prime. I'm wishing them well, I threw them a dime. They stuck in the shell, they're drowning with time. You see the game, we still undefined. If they coming at us, they better rewind. Yeah, walking around with drip on me, gotta make sure I don't fall. I got kids that's looking up to me, gotta watch the way I talk. When they talking all that fakery, I just don't get involved. You can give me in the hand. So, da ist der Kollege. So, erster Eindruck, sehr viel Soße. Ich weiß nicht, wie das im Verhältnis ist jetzt zum Rest vom Döner, weil ja auch viel Salat drin ist zum Beispiel. Aber kommt mir wirklich wie ein Berliner Döner vor, so vom Feeling. Gucken wir mal. Ich wische mal meine dreckigen Hände an den Socken ab. Habe ich von meiner Mutter den Trick. Oh, Scheiße, Mann. Den habe ich nicht von meiner Mutter. Da ist er, der Kollege. Ganz Standard. Ein ganz Standard Döner, wie in Berlin. Ich bin noch mit Petersilie sogar. Mag ich. Scheiße, ich habe keine Serviette bekommen, Mann. Ich finde das wirklich geil, muss ich sagen. Gar nicht mal wegen dem Geschmack. Dem Geschmack gebe ich jetzt eine 6,8. Ich finde das geil, weil es wirklich original so Berlin ist. Es war ein mittelmäßiger Berlin-Döner, der lecker war. Der wirklich lecker war. Nicht falsch, steht lecker. 6,8 ist für mich immer noch ein leckerer Döner. Also wenn du nicht wüsstest, dass du in Kopenhagen bist, könntest du auch irgendwo in Berlin sein. Das finde ich geil gemacht. Einfach ein ganz standardmäßiger, leckerer Berlin-Döner, der nicht weltbewegend ist, aber gut schmeckt. Ja. Und jetzt gehen wir zum bestbewertetesten Döner hier in Kopenhagen. Und wenn der mich nicht von den Socken haut, der ist jetzt das Aushängeschild für Kopenhagen. Und da erwarte ich jetzt ein Brett. Wir sehen uns gleich. All our stuff from here is imported from Germany. So our sauces are from Germany, our bread are from Germany and our meat are from Germany. The only thing not from Germany is the vegetables. Ja, thank you. Ja. Lustig. So ein kleiner Laden. Also ich habe richtig gerechnet mit so einem Riesending, wisst ihr? Darf jetzt nicht umgefahren werden, das wäre nicht so gut. Alter, hier sind viele Fahrradfahrer unterwegs. Puh, ganz kleiner Laden. Halal, auch noch Halal. Shawarma gibt es auch noch. Okay, okay. Wir brauchen aber einen ganz normalen Döner. Beste Kebab in Kopenhagen. It's the best Döner Kebab in Kopenhagen. Ja, Kopenhagen, hier. Die beste Google-Bewertung. Nix mehr. Okay, versprich mir nicht so viel, mein Lieber. So, okay, hier gucken wir mal nochmal. The meat, you buy it or you make it by yourself? Ja. You make it by yourself? Ja, yeah, it's here. Ah! Yeah. In Germany we learn a little people 3 years a job and then you are good in your job. you learn myself. I learned by yourself. Yeah. Okay. That looks very good. And what kind of meat is it? Lamb and beef. Oh, it smells good. Yes. Ich bin sehr gespannt, Leute, was ist der sogar selbst gemacht. Ihr wisst, ich liebe das. You might not wanna get close. We a little wild war. Covered in tattoos. Run it up, taking all the views. Stepping on place, feeling the fear. I know you feeling it in the air. Whole squad wearing all black. Motivation's looking real bad. We back to the bone. Raising a fire alone. Thank you, thank you. Also Leute, so sieht er aus.
Sieht nach einer giftigen, scharfen Soße aus. Nicht wie in NRW in Deutschland, wo die ganz dickes Brot haben. Die wissen es, wie sie es machen. Die nehmen sogar noch was vom Brot raus. Da hat sich so eine kleine Kuhle gebildet. Fleisch hat richtig geil gerochen. Rein optisch so. Optisch Geruch. Vorab Einschätzung. Könnte diese Bewertung berechtigt sein, dass es der beste in Kopenhagen ist? Ich bin Knecht, werde ich mich hinhocken. Ich hocke hier auf dem Boden wie Gollum. Guck mal. Mein Schatz. Ein geiles Soßenfeeling. Sag ich direkt, eine der interessantesten und besten Soßen, die ich bislang gegessen habe. Fruchtig, scharf. Kannst du gar nicht genau deuten. Ganz anders, ganz speziell. Richtig scharf, lieblich, fettig, aber geil. Ganz zart das Fleisch. Guck mal, Leute, ich habe hier noch eine Dame am Start. Could you repeat the sentence? It's for one of the best shawarmas in Copenhagen. Oh, thank you. Thank you so much. Also, da muss ich noch mal hier eben was dazu sagen. Also mein Urteil darüber. Das ist richtig geiler Döner. Wie gesagt, Soße, diese Kombi, fruchtig, süß, irgendwie fettig, lieblich. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Für mich eine der besten Soßen aller Zeiten, die ich gegessen habe. Ich werde für euch irgendwann auch noch mal ein Soßen-Ranking und ein Brot-Ranking machen. Leider hat es bei dem Brot nicht gelangt und Fleisch auch wirklich gut. Brot war einfach zu wenig durchdacht, zu präsent, zu trocken irgendwie. Aber trotzdem durch die Soße und das wirklich gute Fleisch auch hat es echt rausgerissen. Gebe ich 8,5 Punkte ein. Top-Döner, wirklich. 8,5 Points from 10 for me. Very good. Thank you for the kebab. Ja, Mann, die Foodtour ist vorbei schon, die Döner-Tour. Ich danke euch, hat mir wieder sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder am Start. Danke für euren Support und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich auf noch viele folgende Videos. Bis zum nächsten Mal.